Willkommen zu Need for Speed Underground 2. Kennt ihr das für... Wir haben vor kurzem Need for Heat gespielt und es gibt auch Need for Cold. Und ich habe Need for Heat geliebt. Alles reimt sich. So, Einheit wählen. Celsius, nicht Fahrenheit. Es fängt genau gleich an, so ein bisschen. Also, dasselbe Zimmer und das Chicken-Geräusch. Ist eigentlich genau dasselbe. Also... Okay. Ach, genau dasselbe Lied auch. Also ich genau gleich. Heute ist der Tag, an dem... Was? Also irgendein Konzert, glaube ich, aber... Ich habe jetzt nicht verpasst, wo die Person irgendwas... Ja, egal. Auf jeden Fall sollen wir wieder Mama überzeugen, dass wir krank sind. Also Mama statt Papa diesmal. Ich muss sagen, den Papa, den mochte ich eigentlich schon. Die Mama ist jetzt genau hier wahrscheinlich. Oh, wie er aussieht. Hey Mama, ich bin der beste Sohn überhaupt. Bin ich überhaupt... Da ich der beste Sohn bin überhaupt, nein, du hast Fieber? Ach so, jetzt check ich's. Er ist krank, er will auf ein Konzert, glaube ich. Weil ich am Anfang verpasst habe. 40 Grad. Und er ist aber krank? Ach, das Spiel ist komplett andersrum. Also er ist krank und du musst es schaffen, kälter zu werden. Ah. Okay. Jetzt ist es komplett, es ist komplett andersrum. So, erstmal alle Fenster aufmachen. Hopp. Damit es kälter wird. Ich bin so gespannt, diese Übertreibung. Okay. Ich hab doch schon alle Fenster offen, reicht's nicht? Hey Mama, noch einmal. Was? Kannst du bitte nochmal meine Temperatur überprüfen? Ich denke, dass Thermometer kaputt ist. 38, ja, ein bisschen weniger, aber immer noch Fieber. Bleiben Sie zu Hause, vor allem bleiben Sie zu Hause. Nun, ich denke, ich muss mich mehr anstrengen. Vielleicht sollte ich versuchen, das Licht auszuschalten. Okay. Aus. Noch mehr Lichter? Dieses... Ach, da rechts steht, wie viele Lichter es gibt. Okay. Das ist Sound, Junge. Als ob dieses Licht so viel ausmacht. Okay. Mama. Ja, Sohn? Die Temperatur. 34 Grad. Du hast Fieber. Also halb Englisch noch. Du hast Fieber. Wirklich? Okay, es wäre... Okay, Zeit, die Heizung auszuschalten. Hä? Das kommt später wahrscheinlich. Dieses Scheißhaus. Wo ist Heizung? Bin ich blöd? Wo sind denn die Heizungen? Hä? Bin ich blöd? Wo sind denn die Heizungen? Bestimmt hier, oder nicht? Wo ist Heizung? Hallo? Ist das Heizung? Ah, das ist Heizung. Okay. Aber ich hab so Bock auf dieses Game. Noch zwei. Wie heißt der Typ eigentlich? Wir nennen ihn Lukas, okay? Irgendwie Bock, den Lukas zu nennen. Lukas. So, Lukas, ab zur Mama. Ziel, rede mit Mama. Mom, ich glaube immer noch, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir das... Dieses halb Englisch-Deutsch. Gebrochenes Thermometer. Und? So, könntest du die Temperatur überprüfen? 28 Grad. Immer noch Fieber. Geh wieder ins Schlaf. 28 Grad! Wow, du lässt mich immer noch nicht in Ordnung. Ventilatoren einschalten, okay. Aber komm schon, als ob das irgendwas bringt. Bei Need for Heat, so hat ein bisschen Sinn gemacht. Ich meine, da ist Feuer entstanden, aber hier so ein bisschen Ventilatoren, ich weiß ja nicht. So. Hey Mama. Oh, was machst du hier? Ich dachte, du bist eingeschlafen. Nein, aber was ist falsch? Nichts. 12 Grad? Sohn, hör bitte auf mich. Nicht aufzubelästigen. 12 Grad. Das ist nicht gut. Was kann ich... Wie kann ich es kalt machen? Ich weiß, der Kamin. Worauf starrst du? Schweig. Der Kamin. Einfach tot am Ende. Ja. Löschen Sie Kamin. Also ich brauche ich nicht Wasser? Ja. Gießen Sie Wasser. Hör auf, mich zu siezen. Ich mag es irgendwie nicht. Reden Sie mit Mama. Meine liebe Mutter, könntest du das exquisite Thermometer auf meine Stirn benutzen? Okay, danke, liebe Mutter. 6 Grad. Nimm eine kalte Dusche, Sohn, du wirst bald verbrennen. Okay. So, zieh dich aus und nimm eine kalte Dusche. Danke für den Tipp. Diese Maus nervt. Egal, wir lassen die Maus... Ja, einfach auf dem Kopf. Okay, wie soll ich mich aus... Kann ich nicht... Also, hier ist ja nicht Dusche. Wo ist Dusche? Wo ist Dusche? Wo ist die Dusche?
Wie kann ich mich duschen? Zieh dich aus und nimm eine kalte Dusche. Aber wie kann ich mich... Nein. Wie zieh ich mich aus? Hallo, wie zieh ich mich aus? Wie zieh ich mich aus? Wo ist die Dusche? Wo zieh ich mich aus? Wo ist die Dusche? Oh, ich bin gespannt, was das damit noch auf sich hat. Das Spiel wird ja noch richtig übertreiben, das wissen wir alle. Aber wo zieh ich mich aus? Ich würde gerne wissen, wo ich mich ausziehe. Wo kann ich mich ausziehen? Eigentlich schon hier. Zieh dich aus und nimm eine kalte Dusche. Aber wer steht? Wie sehe ich mich denn aus? Bestimmt kleiner... Ja. Aber ich muss mich noch mehr ausziehen. Den Rest wahrscheinlich hier, oder? Nee. Du musst dich schon nackig machen, du. Ist hier noch ein Schrank irgendwo? Hier ist ein Schrank. Das ist natürlich peinlich, jetzt so von der Mama sich nackt zu machen. Wie kann ich mich nackt machen? Soll ich die Tür zumachen vielleicht? Nee. Zieh dich aus und nimm eine kalte Dusche. Wow! Hat mich das erschrocken? Okay. Hat mich das erschrocken? Okay, Mama, ich bin mir jetzt sicher, dass ich kein Fieber habe. Lassen Sie mich dann überprüfen. Ja, Madame. 0 Grad. Als ich in deinem Alter war, war meine Normaltemperatur minus 2000. Also gefrühstücken. Minus 2000. Frühstück essen. Gibt's noch mehr? Gibt's was im Kühlschrank? Nee? Ja, aber das war Frühstück. Boah, diese Geräusche triggern mich. Die hätten diesen Laufsound ausmachen können. Ziel, Frühstück essen. Wo ist denn noch mehr Frühstück? Da liegt was. Mein Gott, diese Sounds. Ziel, Frühstück essen. Ich weiß aber nicht, wo es noch Frühstück gibt. Hier, genießen Sie Wasser. Wasser getrunken. Jetzt habe ich gefrühstückt, aber ich fühle mich kälter. Also könntest du überprüfen? Gütiger Grund. 0 Grad, minus 5. Ist okay. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Du weißt, dass ich an... Okay. Ich kann die Lüftung nicht vergessen, wenn ich... Sonst wird es im Haus kalt. Welche Lüftung? Legen Sie Eis in die Lüftung. Aha. Das heißt, du sollst erstmal Eis holen. Oder wie? Oder habe ich Eis schon? In welche Lüftung denn? Ah, da hinten war Lüftung. Da ist eine Lüftung. Okay, aber da muss ich irgendwie Eis besorgen. Und Eis ist ja normalerweise in der Regel im Kühlschrank. Das ist doch der Kühlschrank, oder nicht? Was ist das? Ist das Eis? Ah, das ist Eis, ja. Okay. Hä? Achso, ich soll was? Achso, ich muss erstmal Eis machen. Okay. Eis habe ich jetzt. Und jetzt in den Kühlschrank tun. Und jetzt... Wieso ist das hier Englisch? Wieso können... Lass doch die Übersetzung ganz oder lass es ganz. Mutter, ich denke, die ionisierten Elektronen innerhalb der Therm... Minus 10 Grad, jetzt verschwinde aus meinem Zimmer, Sohn. Das ist jetzt ernst, ich weiß genau, was zu tun ist. Explodiere den Felserheizer im Garten. Was auch immer das ist. Aber wahrscheinlich mit dem hier, was auch immer das ist. Also irgendwas durch den Garten explodieren. Hinten ist ja der Garten, glaube ich. Need for, weiß nicht. Bis jetzt Need for Heat fand ich schon ein bisschen... Vielleicht dieser erste Effekt einfach. Explodieren. Intensiver Blick. Was willst du, Kiddo? Oh, du kannst sprechen. Verbrennen. Aber was war das denn? Aber was war das? Explosion ist doch eher heiß. Was hat das jetzt gebracht? Was? Temperatur. Minus 220. Geh schlafen. Brauche mehr Kälte. Okay, flüssiger Stickstoff. Okay, jetzt ist hier, was das ist. Steck in die Garage. Ziel, aber was soll ich tun? Füllen Sie den Pool? Okay. Ah. Das Sound. Die Fresse. Diese Sounds. Wo ist der Pool? War der nicht hier hinten? Also in dem anderen Game war der hinten. Die Geräusche. Dieses anstrengende Face. Uff. Diese Sounds. Diese Sounds haben keinen Sinn. Ja, was jetzt? Füllen Sie den Pool mit flüssigem Stoff.
Aber das ist doch der Pool. Oh, die Sounds! Ah. Wer hat diese Sounds eingebaut? Save der Entwickler, so. So. Flüssiger Stickstoff. War es das? Und soll ich da jetzt rein? Oh Gott. Okay. Rede mit Mama. Also ich mag wirklich dieses Konzept von dem Game. Echt pure Unterhaltung. So. Mutter, bitte überprüfe die Temperatur. Nein! Mutter, please! Minus 320, Sohn, das ist immer noch ein Fieber. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden, geh ins Bett. Du weißt was, ich denke, es gibt keinen Laden draußen, der genau das hat, was ich brauche. Ich sollte nachsehen. Also, ich denke, es gibt irgendeinen Shop, der irgendwas hat. Hier. Riesenfans, um kühl zu bleiben. Also, das ist so Ventilatoren. Hallo. Hey, willst du es kalt? Ja, wie viel wird das kosten? Wahrscheinlich 1 Million. Kannst du das leisten, oder? Du kannst dir das leisten, oder? Sicher. In Ordnung, ich werde es mit unseren Expresslieferungen. Boah, so ein Riesenventilator. Minus 125. Aber nein, nein, das Spiel ist noch nicht fertig, weil ihr wisst, die übertreiben ja gerne. Die übertreiben gern. Okay, let's go. Mutter, fühlst du nicht kalt? Sag einfach, dass du möchtest, dass ich Temperatur überprüfe. Ja. Okay, Mama, kannst du Temperatur prüfen? Let's go. Minus 1020. Du hast Fieber, du musst ruhig zu Hause bleiben. Gibt es keine Möglichkeit? Nur Gott kann retten. Bete zum Allmächtigen. Bete zum Allmächtigen. Bete. Okay, wo bete ich jetzt? Ziel, bete zum Allmächtigen. Und wo ist Allmächtiger? In meinem Zimmer, oder wo ist der? Dieses Bete zum Allmächtigen. Bete zum Allmächtigen. Wo macht man das? Am Bett? Wo betet man zum Allmächtigen? Ja. Wo ist der Allmächtige? Hier? Das ist nicht allmächtig. Wo ist der Allmächtige? Ich denke mal, er ist wieder so im Hinterhof. Junge, dieser Fan, wollte ich sagen. Ventilator. Nee, hier ist nicht der Allmächtige. Wo ist der Allmächtige? Wo bist du, Allmächtiger? Wo ist der Allmächtige? Da hinten ist der Allmächtige. So sieht er mal aus. Was ist das? Please spenden. Bliss spenden. Jetzt! Gott, der Allmächtige! Ich bin für deine Hilfe gekommen. I don't know what good... Ich weiß nicht, wie Gott aussieht. Nur etwas Schnee, um es kalt zu machen, wäre schön. Okay. Gott hat uns geholfen. Minus 300. Rede mit Mama. Es gibt immer noch eine Wahrscheinlichkeit, Mama. Ja, ja, okay. Minus 2020. Wow, du hast kein Fieber. Ich scherze nur. Brauche mehr kalt. Was? Legen Sie eine Decke über die Sonne. Decke werfen. Achso, Ariane Grande, okay. Oh. Brauchst mehr Kälte. Also Ariane Grande Konzert. Mehr. Sie braucht mehr. Decke über die Sonne. Jetzt Eiszeit. Aber ich weiß nicht. Bei Need for Heat, das hat mich irgendwie anders geflasht. Aber es flasht mich trotzdem, aber... Jetzt einfach Eiszeit. Okay. Minus, was ist das? 120.000? Minus 120.000. Was verstand da? Ich glaube, du hast ein bisschen Fieber. Ich habe Text übersprungen. Haben wir es geschafft? Geh zur Schule. Das ist neu. Das ist neu. Eiswürfel. Gutes Ende. Vielleicht? Ja, das war's, Freunde. Freunde, könnt ihr mir einen persönlichen Gefallen tun und dieses Video hier kurz anschauen? Einfach draufklicken, angucken und liken, weil das Teil einer Kooperation war und es wäre ganz cool, wenn da ein paar Leute von meinen Nachtfüchsen, treuen Nachtfüchsen draufklicken und ein bisschen Support geben. Einfach nur drauf gucken, ein bisschen angucken, ist ein cooles Spiel. Ansonsten, Freunde, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bald wieder. Passt auf euch auf und.